Baseline. Hallöchen und grüßt euch! Heute zeige ich euch einen richtig lustigen Glitch, wie ihr einfach unter der Map die geheimen Welten erforschen könnt und dabei eine Menge Spaß haben könnt. Und das ist ganz einfach. Erstmal müssen wir uns hier wieder mal für diesen Glitch hier ans Wasser reinbegeben. Dabei müssen wir uns natürlich hier wieder an die Mauer anlehnen. Am Heliport ist das. Später zeige ich es nochmal auf der Karte. Keine Angst, meine Freunde. Dann müssen wir kurz zielen, kurz bevor der Kopf, also das Kinn, im Wasser wäre. Und dann werden wir automatisch aus dem Zielmodus rausgeschmissen, können dann hier aufs Land gehen und wir werden feststellen, dass er wie so ein Mongolit einem Berg hochläuft, irgendwie seine Beine da einquetscht. Ja, warum auch immer, als würde die Schwerkraft den armen Jungen runterdrücken. Und ab der Höhe, wo circa diese kleine schwarze Linie da war, die habt ihr ja gerade gesehen, könnt ihr zurückgehen, ihr bleibt automatisch auf der gleichen Höhe. Das heißt, wir schweben in einer kleinen Höhe. Und das ist jetzt hier notwendig, um hier reinzukommen. Denn wenn man den Glitch macht, dass man schweben kann, dann wisst ihr ja, kann man auch gar nicht mehr hüpfen. Und jetzt erstmal zeige ich euch diesen Ort, wo ihr hin müsst. Hier befindet sich der Ort und gleich zeige ich euch auch nochmal den Heliport. Für die Leute, die mal wieder gar nicht wissen, was gemeint ist, dort befindet sich das Ganze, meine Freunde. Und wenn wir dann jedenfalls an dem Ort angekommen sind, wo ich gerade stehe, dann laufen wir einfach geradeaus durch die Mauer durch. Wir werden staunen, was passiert. Richtig, die sexy Welt ist jetzt da. Und zwar können wir hier leider nicht weiter geradeaus laufen, das wird uns nichts bringen. Nein, wir müssen einen U-Turn machen, eine 180-Grad-Drehung, meine Freunde. Und dann seht ihr, können wir hier einfach in der Luft laufen. Normal hätte man den Glitch jetzt nicht gemacht, wäre man natürlich ganz leicht, hätte man reinhüpfen können in diese Wand da und da durchgehen können. Aber dann wären wir hier spätestens runtergefallen. Denn ihr seht ja selbst, dass unter uns gar nichts mehr ist. Und nach einer Zeit werden wir auf der Karte normal wieder raufgespawnt. Und so ist das der Fall, dass wir in der Luft jetzt hier stehen können, unter der Map. Und wir können jetzt wirklich über die gesamte Map laufen, ohne dass uns was passiert. Wir können hier rausschießen, seht ihr da gerade am Beispiel. Wir können Autos zum Explodieren bringen. Gleich seht ihr nochmal eine Granate, die ich jetzt werfen werde. Und die fällt sogar nicht auf meine Ebene zurück, wie ihr es jetzt seht. Und über mir explodiert alles und ich überlebe. Mir passiert gar nichts. Und die Polizisten, die sind richtig komisch. Wenn ihr auf die zielt, merken die, von wo ihr ungefähr schießt. Die gucken euch dann die ganze Zeit an. Aber wenn ihr ein Stück lauft, dann finden sie euch nicht mehr, dann sind die so verwirrt und die Sterne werden blinken und ihr könnt so ganz leicht auch wieder die Cops abhängen. Und ihr könnt natürlich auch Freunde damit trollen, falls ihr einen ein bisschen Langeweile habt. Oder einfach andere Spieler killen, einfach mit Kopfgeld. Stellt ihr euch dann hier drunter hin und dann kommen die garantiert zu euch hin spätestens. Auf alle Fälle, wenn ihr 9000 Dollar Kopfgeld von einem Kumpel ausgesetzt bekommen habt, dann könnt ihr so auf alle Fälle andere Spieler richtig aufregen. Also nutzt den Glitch aus, solange ihn noch nicht viele Leute kennen. Und wenn er euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen und über den einen oder anderen neuen Abonnenten für die täglich besseren Glitches umso mehr. Und dann hoffe ich nur noch, dass wir uns im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer... Ja.